Ja, eins darf man natürlich nicht vergessen, der Rohstoff für solche technischen Neuheiten, der heißt Grips. Ja, wenn also Ihr Kind in diesen Tagen für Stunden im Kinderzimmer verschwindet, um einen solchen vollautomatischen Befüllungsroboter für bunte Teller zu bauen, dann fragen Sie bitte nicht, was das soll. Ja. Fragen Sie, wie Sie dieses Talent fördern können. Ja, schließlich haben wir ja einen dramatischen Mangel an Nachwuchsingenieuren in Deutschland. Ja, und eine prima Geschenkidee zu Weihnachten sind deshalb Experimentierbaukästen. Und um die ausgiebig zu testen, haben wir ein paar Elite-Ingenieure des Jahres 2050 schon heute zusammengetrommelt. Nicht jeder hat die Möglichkeit, Physik so hautnah zu erleben. Aha-Erlebnisse kann man aber auch damit haben. Experimentierkästen. Physik quasi im Taschenformat. Die Verpackung verspricht spacige Abenteuer mit spannender Technik. Doch was ist wirklich drin? Wir haben 5 Expertenteams beauftragt, das herauszufinden. Team 1 nimmt sich den ScienceX mit erneuerbaren Energien von Ravensburger vor. Ab 8 Jahren empfohlen für 15 Euro. Dieses Team will den Green Science Windgenerator testen. Laut Hersteller für Luftikusse ab 8 Jahren. Kostenpunkt 10 Euro. Was sind alternative Energiequellen? Ein Kasten von Clementoni will Kindern ab 9 das spielerisch erklären. Baukosten 30 Euro. Starke Experimente verspricht der Ökotech von Fischertechnik. Ab 9 soll man hier alles im Griff haben. Für 100 Euro der teuerste Kasten. Team Nummer 5 will die Geheimnisse eines Ökohauses erkunden. Mit Geolino von Cosmos. Ab 10 empfohlen, für ca. 60 Euro zu haben. Dann der erste spannende Moment. Je ähnlicher die Experimente den Alltagserfahrungen sind, desto mehr Spaß machen sie. Das ist eher abschreckend. Viel reizvoller, das praktische Leben. Guck mal, hier ist Toilette und alles. Wir haben schon so ein bisschen den Eindruck, dass es Spaß machen wird. Ja. Also nicht ganz so interessant. Ein bisschen sehr viele Teile, wenn man ehrlich ist, aber das und wird sehr schon. Kleine. Also. Ohne Gebrauchsanleitung geht's bei keinem Kasten. Ein wichtiges Kriterium. Doch wie sieht die aus? Eine gute Anleitung für Experimentierkästen sollte auf jeden Fall mehr Bilder als Text beinhalten. Das bisschen Text, was drin ist, sollte nicht auf einer Physikniveau 10. Klasse Sprechweise basieren, sondern Kinder ansprechen in ganz normalem Deutsch und sollte lustigen Lebensweltbezug aufzeigen und vor allen Dingen auch Eltern ansprechen, dass sie mitmachen. Also hier ist auch abgebildet, dass man erst rennen muss. Viele Bilder bedeuten eine gute Bewertung. Schnell gibt es erste Erfolgserlebnisse. Und geht's nicht weiter, hilft ein Blick in die Anleitung. Beim ScienceX ist die eine echte Hilfe. Und so fällt das erste Zeugnis für den ScienceX auch recht gut aus. Der Clementoni-Kasten ist in puncto Gebrauchsanleitung eher schwach. Auch der Windmühlengenerator hat hier Entwicklungsbedarf. Bei Fischertechnik sind die Abbildungen gut. Der Text ist zu schwierig. Ein befriedigend also. Cosmos verwendet viele Bilder und motiviert. Die Ausstattung. Die Elektronik sollte beim Auf- und Abbauen nicht gleich kaputt gehen. Auch die Steckteile müssen einiges aushalten können. Fischertechnik ist hier echter Klassenprimus. In puncto Sicherheit sind alle gut. Alle Experimentierkästen, die ich kenne, sind vom Grundsatz her sehr sicher, wenn man den gesunden Menschenverstand im Umgang mit den Materialien voraussetzt und die paar Hinweise, die ja in jedem Kasten, in jeder Experimentieranleitung gegeben sind, sich durchliest und dann auch ernst nimmt. Wenig Hightech-Materialien, dafür aber viele gute Ideen beim ScienceX. Bei Windgenerator ist zwar alles im Kasten, dafür braucht es viel Hartnäckigkeit, bis etwas passt. Die Prüfungsergebnisse der Ausstattung. Der ScienceX hat hier ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Clementoni Ökohaus ist vollständig und kann mehrfach aufgebaut werden. Die Green Science Windmühle ist eher übersichtlich und wenig haltbar. Fischertechnik, sehr solide und ein Dauerbrenner. Auch das Kosmoshaus überzeugt. Ein bewegender Moment. Es funktioniert. Erfolgserlebnisse, die Spaß machen. Klappt es? Alles klar. Ja.
Funktioniert nicht. Trotz Föhneinsatz, die Leuchtdiode leuchtet einfach nicht. Frustmomente. Also kurz und knapp ist es für uns beide viel zu schwer. Wir kommen einfach nicht mehr klar. Der Augenblick der Wahrheit. Das Abschlusszeugnis. Der Windmühlengenerator von Green Science, leider nicht besonders pfiffig. Clementoni und Fischer Technik sind eher mittelbegabt. Der Science X und der Kosmoskasten gehören zu den guten Absolventen. Doch Achtung, wer einen Experimentierkasten verschenkt, um die Schulnoten seiner Jüngsten zu verbessern, sollte die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Als Nachhilfelehrer sind sie nicht geeignet. Ein Tipp aus dem Küchenlabor für die, die preiswert auf Entdeckungsreise gehen wollen. Gebraucht werden Zink- und Kupfernägel, zum Beispiel eine Zitrone, Krokodilklemmen und eine LED-Leuchte. Die Nägel in die Frucht stecken, anschließen und schon ist die Zitronenbatterie fertig. Eine leuchtende Idee.